Aktivistinnen und Aktivisten, wir freuen euch, dass ihr so zahlreich erschienen seid. Zu unserer Demo: Grundeinkommen ist ein Menschenrecht. Michael Fielsch, Initiator der Berliner BGE-Lobby, und ich, Juliane Wehr, Autorin und BGE-Aktivistin, werden die heutige Demo moderieren. Heute, eine Woche vor der Bundestagswahl, sprechen wir uns aus gegen Billiglöhne, Arbeitszwang, Ausbeutung sowie jegliche Art von Bevormundung. Wir fordern ein frei bestimmtes Leben für jeden Menschen in unserem Land, in Europa, auf der ganzen Welt. Wir fordern eine Existenz- und teilhabesichernde Höhe ohne Bedürftigkeitsprüfung und ohne Zwang zur Arbeit oder sonstiger Gegenleistung gezahltes, bedingungsloses Grundeinkommen. Wollen wir friedlich, aber auch sehr fordernd durch die Berliner Innenstadt ziehen, vorbei am Friedrichstadtpalast hinüber zur Schweizer Botschaft. Hier auf der Auftaktkundgebung am Neptunbrunnen, mitten im Herzen von Berlin, in der Hauptstadt unseres Landes, als sehr lebensbunter und individueller Teil Europas, möchten wir einigen Politikern und Politikern die Möglichkeit zu einem Statement zum bedingungslosen Grundeinkommen geben. Unsere Demonstration macht sich danach auf den Weg in Richtung Regierungsviertel, vorbei am Hackischen Markt, die Oranienburger Straße entlang, die Friedrichstraße und dann die Reinhardtstraße hoch. Das Ganze mit einem Zwischenstopp direkt vor dem Friedrichstadtpalast. Vor dem Friedrichstadtpalast stimmt uns Bernadette Lahengst und ihr Chor Bedingungsloses Grundeinsingen zum Mitsingen ein. Am Zielort der Demonstration, vor der Schweizer Botschaft, hören wir als erstes Live-Musik von Benham Mogadam. Danach folgen Statements von Daniel Heni und Enos Schmidt, Grundeinkommen und Demokratie, die Schweizer Volksinitiative für ein bedingungsloses Grundeinkommen. Von Inge Hahnemann, ehemalige Arbeitsvermittlerin in einem Hamburger Jobcenter, nominiert für den Taz-Panther-Preis, die sagt, Hartz IV verstößt gegen die Menschenwürde sowie geltendes Gesetz und muss abgeschafft werden, sowie von B-Aktivistinnen und Aktivistinnen aus verschiedenen europäischen Ländern. Im Anschluss daran möchte die erfolgreiche Schweizer Volksinitiative zum bedingungslosen Grundeinkommen ihren Kulturimpuls auf die europäische Bürgerinitiative Grundeinkommen übertragen. Zum Abschluss der Demonstration Grundeinkommen ist ein Menschenrecht hören wir ein Grußwort vom Initiator und Organisator der Demo, Jarek Leczynski, Aktivist bei Echte Demokratie Jetzt. Unter dem Motto, ab 17.01 Uhr macht jeder seins, beginnt am Zielort der Demonstration eine BGE-Party mit offenem Mikrofon und freier Redebeiträge zum Thema bedingungsloses Grundeinkommen und die reale Umsetzung der Menschenwürde. Außerdem kann sich gerne jeder Musiker bzw. Kulturschaffende auf der offenen Bühne ebenfalls zu Gehör bringen. Ab 18 Uhr finden außerdem im Berliner Haus der Demokratie Bücherlesungen und Diskussionen zum bedingungslosen Grundeinkommen statt. Micha, was hast du da für eine Tafel um? Das ist meine Einkommenstafel. Das ist eine Geschäftsidee, die ich
mich oder beziehungsweise meine Geschäftspartnerin, Frau Frigga-Wendt, die hat sich, ja, wir haben uns diese Idee einfallen lassen, weil wir vom Jobcenter dazu genötigt werden, Einkommen zu generieren. Und deshalb haben wir uns die Möglichkeit, oder Ihnen geben wir die Möglichkeit, zu bestimmen, ob Sie diese Einkommensidee, ob Sie diese gut finden. Wenn ja, dann voten Sie bitte mit einem Euro für ja. Wenn nein, voten Sie bitte mit einem Euro für mit nein. Wenn Ihnen das Ganze scheißegal ist, haben Sie die Mitte, mit einem Euro können Sie auch dafür voten. Dafür haben wir dann Einkommen, rechnen das Ganze beim Jobcenter ab, geben natürlich nichts ab, ja, und haben unser Problem gelöst. Ne? So. Ganz kleiner Augenblick, wir kommen zur BGE, die Party nachher mit freien Redebeiträgen. So, genau. Und weil jetzt haben wir gleich Redebeiträge von einigen anderen Persönlichkeiten, die dann kommen und dann wollen wir los, weil wir einen engen Zeitplan haben. Vor der Schweizer Botschaft ab 17 Uhr ist ein freies und offenes Mikrofon, kann jeder sagen, was er will. Ne? Weil wir es so organisiert haben. Jo, so. Wie gesagt, jeder, der möchte, kann denn hier gerne seinen Beitrag leisten für unser Einkommen. Wir sind natürlich so frei und behalten das heute nicht für uns, sondern das, was hier als Spender eingeht, geht natürlich an die Organisatoren dieser Demo, um die Technik, den Wagen und so weiter zu bezahlen. Dann wünsche ich uns allen viel Spaß.